Herzlich willkommen zu unserem Video vom 15. Dezember und ich schau mal, was wir heute machen. Wir erstellen heute ein Lesezeichen, ein weihnachtliches Lesezeichen für unseren Filofax oder Planer. Für unser Lesezeichen habe ich mich für einen großen Sticker für die Sidebar aus dem Planer Buddy Club entschieden für diesen Monat. Dann habe ich hier zwei Bänder. Ein etwas dickeres Papier und Laminierfolie. Ihr braucht nicht unbedingt Laminierfolie und ihr könnt natürlich auch andere Sticker nehmen. Und das Ganze schneide ich hinterher und loch das oben einfach. Also, nehmen wir jetzt erstmal hier das dickere Papier und jetzt nehme ich einen der Aufkleber. Ich nehme jetzt den mit dem Schneemann und klebe den hier unten drauf. Ich lasse rechts und links ein bisschen Platz, damit das Ganze ein bisschen größer wird und schön aussieht. So. Ihr könnt natürlich auch was draufmalen oder sonstige Dinge damit veranstalten. Also es ist wirklich komplett euch überlassen. Jetzt nehme ich hier die Schneidemaschine. Damit wird das nämlich schön gerade. Braucht ihr natürlich auch nicht. Kann man auch ganz prima mit der Schere schneiden. Und soweit ist mein Lesezeichen mit dem Sticker eigentlich schon fertig. Aber ich möchte das Ganze jetzt so ein bisschen stabiler machen. Und deswegen nehme ich hier diese Laminierfolie. Und pack das hier unten rein. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hier links noch ein paar Löcher reinmache. Deswegen lasse ich da ein bisschen Platz und schiebe das durch die Laminierfolie durch. Bedenkt immer, dass ihr den geschlossenen Rand nach unten macht, damit die Luft hier ausweicht. Dann kriegt ihr das schön glatt. Jetzt ist das Lesezeichen laminiert und jetzt werde ich hier den Locher nehmen, um oben ein Loch reinzumachen und dann ein bisschen Schleifenband dadurch zu machen. Auch hier könnt ihr wieder was komplett anderes nehmen, das werde ich jetzt einfach mal machen. Aber wie gesagt, ihr seid da ganz offen, was man alles so nehmen kann. Ich fand die nur schön, weil rot-weiß passt schön zu meinem Lesezeichen. Ich schneide das wieder mit der Maschine. Auch da, ihr könnt das mit der Schere machen. Ja, und ich glaube, ich habe mich gerade dagegen entschieden, da noch Löcher reinzumachen. Weil es ja wirklich ein sehr kleines Dashboard ist sonst. Ja, soweit, das war's erstmal. Jetzt brauchen wir davon die Mitte. Hier mache ich da einfach mal. Ausmessen. Sieht sonst unschön aus, einfach deswegen. Mache einen Punkt hier rein. Es muss natürlich auch nicht 100% genau sein, aber so einigermaßen sollte es schon sein. So, der Stift ist abwischbar, deswegen ist das ganz gut. Und dann mache ich hier einfach mit diesem Locher von Raya ein Loch hier rein. Binde ich hier einfach mein Schleifenband durch. Ich mache das jetzt mal so von oben und mache hier einfach nur einen Knipp rein. Und lasse das Ganze so runterhängen. Ja, fertig ist das Lesezeichen.